Herzlich willkommen. Zurück zu Dargunosaurus. Narkosaurus. Wir sind immer noch bei Ritter Artorias, oder wir bekämpfen ihn gerade. Ja, wir haben es fast schon geschafft eigentlich. Es ist 100-mal kühler als zuvor. Richtig, denn Es ist wie haben wir es Abend. gelöst? Wie haben wir das Problem gelöst, Kisuke? Es ist Abend. Genau, es ist Abend. Aber es ist nur nicht der Punkt, an dem wir müde sind. Naja, ich so halb. Wir sind voll motiviert. Keine Naja, wir Angst. haben genug. Wir haben Horizon Zero Dawn zur Abkühlung gespielt. Ja, und Valiant Hearts oder Valiant oder wie auch immer das Valiant heißt. Hearts. Gut, du hast gespielt, ich habe geschlafen. Im Prinzip, ja. Ich spiele heute den ganzen Tag. Kisuke ist halt. Ich habe heute den halben Tag geschlafen. Ja, im Prinzip. Deswegen ist er auch jetzt nicht müde. Doch, jetzt bin ich voll. Es gab mexikanisch zu Abend und ich bin brutal voll. Soll sich so viel trinken. Essen voll. Essen voll. Voll essen. Auf wieder. Oh, was für ein Spaß. Gibt's irgendwas zu berichten eigentlich? Nee. Hat sich irgendwas groß geändert Das. seit der letzten Folge? Also seit der letzten Aufnahmesession? Es hat mal geregnet. Ja, hat mal geregnet. Ich meine seit der kompletten letzten Aufnahmesession. Irgendwas geändert? Ja. Irgendwas am Filmen geguckt. Irgendwas. Serien, neue Serien. Oh, ich habe offen Black angefangen. Sehr viele Serien, so viele Serien, dass ich es meistens wieder vergesse. Ja, ich überlege auch gerade. Zweite Staffel. Guckt euch Modern Family an. Nee. Auf Englisch. Nee. Ist wundervoll. Nee. Nicht so meins. Nicht so mein Humor. Das ist total super. Naja. Wow. Wenn ihr was Spannendes gucken wollt, würde ich zu Orphan Black raten. Richtig gut, geht um Klon und so ein Bullshit. Science-Fiction-Shit. Richtig abgedreht. Ist echt cool. Gute Charaktere. Wir waren im Baby Driver. Das war der Scheiße. absolute Wahnsinn. Ja, man sollte nicht so viele andere Spiele spielen, das ist nicht so gesund. Ja, ich versuche gerade eben mit meinem Gerät dein Versagen zu übertönen. Ja, besser ist es wohl. Aber stellt euch Baby Driver mit diesem Kampf vor. Pure Action. Mit sehr geiler Musik. Oh mein Gott, war das gut. Auch super zusammengeschnitten und keine Ahnung, es ist Einfach einfach, nur ein toller das ist Film. der Wahnsinn. Fuck! Du bist tot. Ja, nein, doch noch Oh, nicht. er hat nur zweimal den Sprung gemacht. Ich bin immer noch dafür, dass wir ein Podcast-Format machen. Was? Ein Achso. Podcast-Format. Ein Kriegerbeger vielleicht noch. Pucci. Wenn sie Lust haben. Mal gucken. Ach, fuck, der Doppelte. Das kann ich vergessen. Ja, das kannst du vergessen. Ach ja, Hartorias. Hartorias, weil er so hart ist. Ja, Hartoful Torias. Springen nochmal? Nein. Ich dachte gerade, er bufft sich. Fuck. Du bist ach fast du tot. Scheiße. Er bufft sich, oder? Nein, nein, heil dich, jetzt. Jetzt zu Zu spät. spät. Come on, baby, fuck Fuck me. me. Fuck yeah. Jetzt renn, oder? Ich hab gedacht, der bufft sich. Ich auch. Macht die Suppe eigentlich was? Oh mein Gott. Nein, eigentlich nicht. Nur die Suppe, mit der er dich bewirft. Suppe. Das ist witzig. Weil Suppe ist. Ja. Also ich habe Ich mich beim find's. ersten Mal viel besser geschlagen. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt die Steuerung von Horizon, weil wir ja gesagt haben, es ist im Prinzip Dark Souls sogar relativ ähnlich. Überhaupt nicht. Steuerungsmäßig. Doch, du hast eine Rolle. Ja, man Und hat eine du Rolle, heißt, läufst. man kann springen. Du kannst auch mit dem Stimmt, Bogen man kann ja nicht schießen. springen. Doch, du kannst springen. Aber sehr umständlich. Und nicht hoch. Und man kann aber in Reisen kann man klettern. Ich vergesse, dass es ein Schild gibt. Ah, zu Zu spät. spät. Egal, der trifft mich jetzt eh nicht mehr. Jetzt kommt nämlich Premium Let's Play. Es ist seit der ersten Folge, kann man danach suchen. Premium ist, wo man Premium Let's Das Play ist geil, wie ich sehen. einfach richtig gut ausweiche, aber nie treffe. Ja. Und das mit dem richtig gut ausweichen, musst du mir auch nochmal zeigen. Du bist ein Arsch, weißt du das? Der netteste Es Mensch im funktioniert einfach Universum. alles und dann sagt das einmal und dann ist es vorbei.
Ich sag immer so Sachen, das weißt du doch. Ich hasse dich. Du bist schuld! Ich bin einfach ein toller Mensch. Ich hasse dich. Aber mich auch. Aber ich hab mein Mikro. Nicht mein Mikrofon, mein. Er hat seinen Ton verloren. Ich hab meinen Ton verloren. Er hat seinen Ton verloren. Ich hab meinen Ton verloren. Und er trägt einen Namen. Nämlich Ton. Nee. Nee, Toni der Ton. Mein Gott, wir sind so motiviert. Scheiße. 1A Qualitätscontent. Mm. Ja, irgendwie. Ne? Ja, ja, wir, wenn wir so lange Pause machen. Vor allem, weil es halt so warm war am Anfang. Mhm. Es wird aber gerade eben wieder warm in unserer Ecke. Ja, ich musste die Fenster zumachen, weil ich nicht will, dass irgendwie abendliche Geräusche, wie zum Beispiel die Nachbarn, die es nicht gibt, aufgezeichnet werden. Hä? Genau. Nein. Könnte ich ein Fenster aufmachen. Aber eigentlich schon. Oh mein Gott. Ich hätte es gefeiert, wenn du wieder in den Abgrund gefallen wärst. So wie vorhin? Ja. Ja. Ne? Eigentlich passieren jetzt mal so Sachen, die mir, die eigentlich nur mir passieren. Ist eigentlich schon traurig, dass ich schon wieder so lange brauche für Artorias. Nö. Das ist ein bisschen relativ schwerer so, Post, hätte ich gesagt. Und ich drücke Leertaste. Ich habe Leertaste gedrückt. Ja, Leertaste gedrückt. Verdammt. Tja, da geht das nicht mehr. Hä? Bist du hier? Ach so, wenn du läufst, ja klar, dann rollst. Ich find's krass, dass wir immer noch alle unsere Seelen haben. Ich glaube auch, ich rede viel zu weit. Wir müssen das Mikrofon noch ein Stück in die Mitte bringen. Dann. Und das nächste Mal nehme ich mein Mikrofon mit. Oh. Suppe. Kann nicht sein, oder? Doch, siehst du doch. Kann 1A sein. Na komm her. Au! Das hab ich nicht erwartet. Warum hast du das nicht erwartet? Ich hätte nicht erwartet, dass du dem ausweichst. Das sei doch nicht, glaube ich. Ja. Yep. Nein! Das war gerade noch so in den iFrames, heißt das? Nein, das war keine iFrames, hatte ich einfach nicht getroffen. Das war einfach nicht vorbei. Das ist so schrecklich! Ja, das ist der Kack mit unserem Schwert. Dann habe ich gerade mein zweites Auge verloren oder so. Oder ich kann einfach keine Dinge abschätzen. Nee, das ist unser Schwert. Unser Schwert bewegt sich wie ein ultra Großschwert. Ist aber nur ein Langschwert. Er ist aber nur ein Großschwert. Und außerdem, das Ding hat eh eine ziemlich kurze Range. Dark Souls 1 ist eh mit den Ranges. Range? In den Rangen? Ah. Oh. Gibt's ein Plural von Range? Renn hin, rennen! Schnell! Das ist zu ach du Scheiße. Oh. Du bist nicht so in Form, glaube ich. Nee, ich bin nicht in Form. Vorhin war ich mehr in Form. Naja, für einen Kampf. Und dann auch nicht mehr. Stark. Okay. Lass dich nicht stechen, Großer. Es gibt noch einen Boss, bei dem die Regel wirklich... Das war viel zu früh. Ja, es ist alles so... Ja. Es ist zu spät. Heute früh war ich noch motivierter. Da war es zwar warm, aber... Ich war konzentriert. Ich bin nie konzentriert. Das kann ich bestätigen. Mhm. Ich glaube echt, ich bin relativ leise jetzt in der Aufnahme. Keine Ahnung, das Mikrofon ist so schräg. Dann geh halt näher zum Mikrofon hin. Ja, aber dann müsste ich... So, genau. Hier so hin. Hallo. Also Seelen verloren. Yay. Ich habe gerade nicht aufgepasst, ich musste gerade zugucken, wie Tim sich bewegt. Schrecklich. Stimmt, vorhin war ich so gesessen. Wir brauchen einfach zwei Mikrofone. Zwei Mikrofone oder einfach einen besseren Schreibtisch. Zwei Mikrofone wäre einfacher. Hier wird sich auch so ein Standmikrofon nicht schlecht machen. Ja, da muss ich ja noch näher hin. Noch näher. Noch näher. Oh, hallo. Ich mag die Mistgabeltypen. Ich mag insgesamt den ganzen... Wald. Wald.
Ist wenigstens mal ein gutes DLC. Nicht zu vergleichen mit den absoluten furchtbaren DLCs aus Dark Souls 2. Die sehr schwer sind. Ich habe sie nie gespielt. Sie sind einfach unspaßig. Fertig. Aber ich kann euch Dark Souls 3 empfehlen. Keine Ahnung, da habe ich die DLCs immer noch nicht gespielt. Ich auch nicht, aber einfach nur Dark Souls 3. Aber ich besitze sie. Dark Souls 2 könnt ihr ausspielen, aber. Nee. Nicht unbedingt. Wenn ihr Spaß haben wollt, spielt ihr Dark Souls 3 oder das 1er. Obwohl, das 1er. 1er ist immer noch eins der besten. Das 3er ist einfach das hübscheste. Ja, das stimmt. Also nicht, weil die Grafik oder so geil ist, einfach weil es hübsch ist. Das ist die Atmosphäre, das ist der Wahnsinn. Ich hab's noch nie besser hinbekommen. Aber ich würde so ein HD-Remake von Dark Souls 1 wäre schon fett. Es gibt ja schon Mods und so. Ey, klar, aber so gut wie Dark Souls 3 sieht es trotzdem nicht aus. Du meinst so ein kompletter Remake, so nicht nur... Alter, was ist denn los mit mir? Keine Ahnung. Aber wir sind jetzt 10 Minuten im Spiel drin. Alter! Ich habe schon versucht, eine Konversation zu führen, aber das ist nichts geworden. Nicht bei einem Bosskampf. Ja, das geht. Über was haben wir uns am Anfang unterhalten? Alter! Siehst du? Heute ist nicht dein Tag, der mobbt dich richtig. Halt dein Schild doch hoch wenigstens. Ja, das vergesse ich halt immer. Spiel zu viel, nein, nicht mal das. Ich spiel zu wenig Dark Souls. Ich wollte sagen, du spielst zu viel Bloodborne, aber das stimmt nicht mal. Ich bin Bloodborne zwar gewöhnt, aber ich vergesse auch, ich spiele auch viele andere Spiele, da braucht man ein Schild einfach nicht. Ja, du spielst auch manchmal Reinhardt. Das ist ja kein Vergleich. Du hast dein Schild oben. Aktivierst mit derselben Taste. Das ist wie Dark Souls. Das ist überhaupt nicht dieselbe Taste. Hä? Rechtsklick machst du doch dein Schild. Ist das hier auch das Rechtsklick, echt? Ja, keine Ahnung. Ich glaube Bullshit. Ich spiele mit Controller. Ja, deswegen. Es hat keine Ahnung. Ich glaube Bullshit. Ich war gerade eben irgendwie. Ich spiele keinen Reinhardt. Au. Also spielen wir es mit Maus und Tastatur. Ich glaube Bullshit. Fertig. Alter, wie schnell verbrauchst du Estus? So schnell wie er schlägt. Wann soll ich ihn denn treffen, wenn er mich doch wieder immer wieder. Das ist doch alles scheiße. Also vorhin lief das echt smooth ab. Wollen wir den Part überhaupt hochladen? Wir haben nichts geschafft. Außer unsere 20.000 Seen verloren. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann kann es sein, dass diese Folge stirbt. Ne? Ah, wir haben noch die ganze 13 Minuten. Weil Failplay muss keiner angucken. Nee, das ist auch einfach nur langweilig. Wahrscheinlich schaffst du es dann beim letzten Versuch. Oder wir schneiden jetzt einfach hier und. Nein, wir schneiden nicht. Nein, wir schneiden nicht. Nein, ich meine nicht schneiden, sondern. Wir fangen hier einfach nochmal komplett neu an. Ein Estus noch. Du hast noch Menschlichkeit, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob der ausgerüstet ist. Du musst dich heilen, ein Schlag und du bist tot. Fuck. Ja. Roll! Wieso? Das waren jetzt iFrames. Vorhin hatte ich das getroffen. So, jetzt haut ein krassestes Gameplay raus, Mann. Hat er auch mehr Rüstung? Nein. Weiß nicht, bekommt er mehr Schaden? Keine Ahnung. Jetzt bufft er sich. Das schaffst du nicht mehr? Nein. Man ist einfach so weit weg, das ist schrecklich. Du musst da sofort hinterhergehen, wenn er das Rollen anfängt. Das war keine gute Idee, der Drehangriff drauf zu tun. Dann müsstest du hinterher rein. Oh, Glück gehabt. Was? Wäre dein Tod gewesen. Jetzt nicht über. Ah ja. Ich dachte, jetzt schlag, hab ich gedacht. Nee. Ja! Gott sei Dank! Ups. Wunderschön. Wir haben es geschafft. Das war ein High Five. Ja doch, dann. Wir haben es geschafft. Dann ist dieser Part wohl nicht tot. Hey! Hey! Dafür erstmal Praise the Sun. Praise the Sun. Vergesst, dass wir das gesagt haben. Wir würden nie Sachen streichen oder
Nein. 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 Alles vorbei. Wir sind ehrliche Teachers. Bläulichen Zeug. Na. Da können wir noch nicht hoch. Nicht? Nein. Dann zeigen wir wenigstens, dass wir nicht hoch können, weil ich bin selber nicht sicher. Hundertprozentig nicht. Also, wir können da den Gang hoch. Bist du ein artiger Teacher? Ich bin ein artiger Teacher, ja. Boah, Mann. Bei mir ist alles artig. Ja, ich hab, ne? Du hast einen Pool-Outside. Wir haben einen Pool-Outside. Einen Pool-Outside. Wer komplett abgefuckten Bullshit sehen will, muss sich Jerry B. Anderson angucken. Vor allem der Anderson. Vor allem Anderson. Mr. Anderson. Ich glaube, da stirbst du. Ja. Wer ist denn, wenn du erstmal das... Wir hätten jetzt 70.000 Seelen gehabt. Ja. Ja. Das wäre trotzdem noch ein Level gewesen. Helga. Helga. Auf jeden Fall, wir haben trotzdem noch eine Seele des Helden. 10.000, 20.000. Wir könnten zurückgehen, theoretisch. Du könntest einfach zum nächsten Bonfire gehen. Ist das nächste Bonfire gleich da? Da nicht, da ist ein PvP. Ah, hier ist der PvP-Arena. Kampf des Stoizismus-Pavillon. Also an diesen Leuchtfeuern, da kann man... PvP machen. Genau, hier Deathmatch-Ruine. Ja. Deathmatch-Schnell-Team. Ich habe sowas nie gemacht, weil... Ich auch nicht. Nach der Zeit von... Ich habe erst leider ziemlich spät Dark Souls gefunden. Tafel der Legenden ansehen. Kann man das angucken? Ich glaube nicht, wir sind nicht online. Ah ja, stimmt, ich habe kein Netz gerade. Ja. Aber wir haben... Ich muss leider sagen, ich habe spät nach der Zeit von Dark Souls 1 angefangen, auch spät nach der Zeit von Demon's Souls. Ich hätte gern zu der Zeit, als das wirklich aktuell war, gespielt. Das spielen bestimmt noch ein paar. Was? Es gibt bestimmt noch ein paar, die das spielen, oder? Klar, aber es ist halt nicht mehr dasselbe. Es ist halt nicht mehr das gleiche wie früher. Ja. Ja, immer denn. Beweglichkeit, bringt das was? Nee. Bringt mehr nicht. Schaden, mehr physische Abwehr, Leben bringt Leben. Dann sind wir über 1000 mal. Das ist doch gar nicht schlecht. 30 mehr Leben. Das sind nix. Nix. Stärke? Was bringt die? Ausdauer. Wie bringt der nächste Stärke-Buff? 4 Schaden, eine auf die linke Handwaffe und ein paar mehr. Überall eine Abwehr. Trotzdem Kondition Stärke bringt halt auch was. Stärke oder Kondition, da würde ich sagen, machen wir Kondition auf 35 oder so. Ja, wenn wir da hinkommen würden. Was? Wir können noch eins leveln. Ja, du weißt, was ich meine, du Arsch. Mach dich bitte menschlich. Hier gibt es wieder NPC-Invader. Yeah, freut ihr euch auch? Wir freuen uns. Außerdem brauchen wir haben 30 Menschlichkeit. Wir nehmen gleich 2, dann haben wir 10 fürs nächste Gebiet. Ist vielleicht nicht schlecht. Weißt du, was meinst du? Ja. Außerdem waren wir ewig nicht mehr menschlich, glaube ich. Keine Ahnung. Ah, ich glaube, es ist nicht so lange her. Keine Ahnung. Wir müssen aber nochmal zurückkehren. Wohin? In den Raum. Danach gehen wir weiter. In Artorias Raum. Ja. Möge er hinaufgehen, die Treppen. Und sich einem Charakter stellen. Welchem Charakter? Ach so, Fairin. Ja, stimmt, das reicht. Die noch nicht da ist. Okay. Schade. Ich meine natürlich, oh. Hier wird wohl nicht mehr was passieren. Ach, das ist was anderes. Versteht wahrscheinlich. Okay. Hast du gerastet? Oder halt, wenn wir das Gebiet wahrscheinlich neu laden. Jetzt egal, ich machen hab wir jetzt nicht. Ja, das machen wir später. Ich kann kurz raus und wieder rein. Nee, das machen wir später. Ich kann nicht machen. Sind nicht in Eile. Aber glaube, wir sind in Eile. Ulasil. Stadt. Ja, die von der nichts mehr übrig geblieben ist. In der heutigen Zeit, also heutige Zeit, in der Zeit, in der wir, von der wir herkommen. Weil alles dem Abyss anheimgefallen ist. Dem Abgrund. Und verschlungen wurde. Wie die Stadt auch, was man bald sieht, wie die richtig da drin versinkt. In der Gu. In der Wuppe. Nice. Auf Double Balance, Kill. Oder? Ja. Hat dich besprungen. Er hat mich besprungen und ich habe ihn geschlagen. So ist ja, der Lauf der Dinge. Das ist ein Zitat einer bekannten Persönlichkeit. Oh, nein. Das ist ein Shortcut. Ich habe gedacht, du willst da runterspringen. Ich wollte auch da runterspringen. Oh. Hab ich mir gedacht,
Nö. Nö, Entschuldigung, hab einen zu langen Pulli an. Wieso haben wir 30 Menschlichkeit? Ich komme nicht drauf klar. Weil wir fast nie irgendwelche verwendet haben. Stimmt. Mir ist warm. Komm. Ah! Bin gestorben! Halleluja! Ich falle das heute sehr oft runter. Achso, das war dann. Ich bin gestorben. Ja. Du solltest aufhören, so zu spielen wie ich. Ja, das stimmt wohl. Jetzt bist du auch nicht mehr menschlich. Ja. Das stimmt wohl. Hä? Das ist ein One-Hit, das ist komisch. Ha. What are the odds? Kannst du dich bitte wieder menschlich machen? Ich will den NPC-Invader haben. Kann ich tun. Wäre nicht schlecht, weil das bringt nichts, was du dir gerade eben tötest. Ich will meine Seelen holen. Also. Vielleicht bringt das ja was. Hm? Ja, aber warum? Das waren 6.000. 8.000 oder so. Ja, wenn du zurückgehst, hast du, ne? Kannst du die immer noch holen. Ja, aber vielleicht sterbe ich dann. Vielleicht bin ich dann nicht mal motiviert. Vielleicht das ist mir das einfach egal. Vielleicht habe ich nicht nachgedacht. Du denkst nie nach. Hey, hey. Okay. So wie jetzt zum Beispiel. Ja, ja, ja. Jetzt sind alle Gegner wieder da. Ja, können wir doch fahren. Irgendwie so kommt mir jetzt vor, als hätten wir contentmäßig ein bisschen nachgelassen. Ich glaube, wir haben mal interessanteres Zeug erzählt. Folge 54, die Folge, wo der Content nachlässt. Ja. Herzlich willkommen. Werden solche Serien nicht einfach mit der Zeit besser? Nee, nicht unbedingt. Hm. Werden wir nicht mit der Zeit interessanter? Nein. Nein. Ach ja, was ist passiert seit der letzten Aufnahmesession? Trump ist Präsident geworden. Trump ist Präsident? Sicher war das? Ja. Haben wir nicht im Januar aufgenommen? Boah, da war Trump schon Präsident. Nee, ich glaube nicht. Doch, im November letzten Jahres. Nein. Ich glaube nicht, dass wir das gemacht haben. Ich glaube, wir haben im Winter aufgenommen. Januar ist Winter? Nee. Doch. Januar ist Winter. Januar ist Januar. Ich weiß, was ich meine. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe eine Menschlichkeit genommen. Egal. Ich bin mir ziemlich sicher eigentlich, dass da noch nicht Präsident war, ehrlich gesagt. Wollen wir jetzt wirklich politisch werden? Ich glaube nicht. Nein, ich wollte einfach nur sagen. Achso. Gut. Und seitdem ist der Content schlechter. Hm? Zusammenhänge? Ich glaube schon. Zufall? Ich glaube nicht. Hm. Das war wunderschön. Das war die Rache. Die Rache der Sith? Die Rache der Sith. Die Sache der... Die Rache des Sith. Der Sith. Der Sith. Mein Soos. Das machen die... Mein lieber Soos. Ah, nein. Die sind blöd. Also, was gibt's eigentlich hier zu sagen? Das sind die zu dem Gebiet noch. Guck mal, die sehen aus wie bei Bloodborne, diese Cthulhu-Dinger, nur ohne Tentakel. Ja. Bloß nicht, lang nicht so eklig und lang nicht so stark. Definitiv nicht. Spielt kein Bloodborne. Also, spielt Bloodborne, aber tut es einfach nicht. Wenn ihr sterben wollt, spielt ihr ja. Bloodborne. Wenn ihr nie mehr ausleben, lebentags glücklich werden wollt, spielt Bloodborne. Ja. Wenn ihr trotzdem währenddessen die Time of Your Life haben wollt, spielt Bloodborne. Wenn ihr hässlich seid und keine Freunde habt, spielt Bloodborne. Besser nicht. Das ist ein cooles Spiel. Das ist echt, echt cool. Aber es ist so schwer und unfair. Ja. Der Wahnsinn. Also, allein schon die Blutfiolen, das ist einfach so ein blöd. Ein dummes System. Ja. Hier hat man seine Estos, die man immer wieder aufladen kann. Und in Bloodborne muss man sich Blutfiolen farmen. Oder kaufen. Ja. Und die sind unglaublich teuer und das Farmen ist unglaublich lästig. Ja. Wie du als Freund. Unglaublich lästig. Da kommen wir nicht wieder hoch, oder? Keine Ahnung. Ah, da brauchen wir was anderes. Da brauchen wir was, was Licht macht. Das wäre Licht, echt? Ja. Wie? Ja, guck halt mal nach. Nein, das hast du noch nicht. Aber das finden wir bald. Denn es gibt jetzt noch eine der dümmsten Ideen der Macher von Dark Souls war, eine neue Art der unsichtbaren Wand, der versteckten Wände reinzubringen. Die kenne ich nicht. Ich schon. Die sind dumm. Brauche ich dafür die Madenmaske? Vielleicht geht das? Nein. Fackel? Glaub nicht. Ich liebe Fackeln. Au. Oh. Nein. Ah. In dem Spiel gibt es keine Fackeln? Ich dachte. Nein. Außer halt die Lichtdingmacher. Aber es gibt auf jeden Fall diese Maske. Nee, das macht... Das ich. Hast du ausprobiert? Das mit der Maske noch nicht. Aber ich glaube, das...
Gott, verdammt. Aber wir sind am Ende der Folge angelangt. Ja, komm. Aber 25 Minuten. Wo anders bin da was? Wo bin ich? Oh. Ja, da drüben ist noch was. Ich hasse diesen Teil. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich finde die Stadt interessant. Die Stadt ist interessant, aber dieser Teil gerade ist so ein lästig. Das ist. Naja, wie du. Du musst doch, lass dich doch einfach runterfallen, Bitch. Da. Du machst dir einen auf Nasty Bitch. Nicht da. Okay, da auch. Aber du sitzt im Park und trinkst deine Nasty. Bitch. Sonnenlichtmade. Ganz unten. Wäre schneller gegangen, wenn du einfach ganz nach oben gegangen wärst. Wir haben das Symbol der Gier, wusste ich gar nicht. Ah, doch. Funktioniert. Ja. Mimic? Nein. In dem Gebiet gibt es noch eine Mimic. Da ist der Silberanhänger. Mit dem kann man Magie reflektieren. Wir haben noch die Seele von Artorias. Dann lass uns die zwei Sachen noch vorlesen und dann gehen wir weg. Vertreibt Dunkelheit. In den Silberanhänger ist das Wappen von Artorias eingraviert. Er ist ein uralter Schatz aus Anor-Londo und wurde Artorias verliehen, weil er sich dem Abgrund stellte. Der Anhänger schützt vor der Finsternis des Abgrunds, besonders in ihrer magischen Form. Also, damit kann man, wenn man es im richtigen Moment aktiviert, Magie reflektieren. Du gehst gerade in die falsche Richtung. Also die dunkle Magie, die Abgrundmagie, die mit der uns diese komischen Viecher beschießen. Gesundheit. Seele von Artorias. Die Seele des Ritters Artorias, der im Dienste von Fürst Quinn stand und von dem Abgrund verschlungen wurde. Die Legende, der zufolge Artorias den Abgrund zurückgedrängt hat, ist nur zur Hälfte wahr. Er scheint, als wäre er besiegt und seine Ehre gerettet worden. Und zwar von einem unbekannten Helden, der wahre Bezwinger des Abgrunds ist. Und wer das ist, das erfahren wir in der nächsten Folge von Dark Souls mit zwei Spasten. Bis dahin, Leute. Ciao.